Herr Kalber, Sie haben uns eben erzählt, was mich sehr überrascht hat. Die kleinen Ortschaften Kiez-Küstrin auf einer Strecke, die von Entscheidungsträgern als so unwichtig genannt wird, steht auf Platz 1 in der Europastatistik über die grenzüberschreitenden Personenverkehre. Wie kann denn das sein? Was muss man jetzt Kiez-Küstrin, Berlin, Gorschow, diese Strecke loben oder muss man die anderen tadeln? Nein, natürlich muss man die anderen tadeln. Das fing ja schon damit an, nach der Wiedervereinigung, die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit hörten in Berlin auf, als gäbe östlich von Berlin gäbe es gar nichts. Und offensichtlich guckt die Bundesregierung und vor allen Dingen der Bundesverkehrsminister nur auf große Projekte, die vielleicht in 20, 30 Jahren zur Hälfte fertig sind, aber nicht auf das, was direkt möglich ist. Europa muss zusammenwachsen, da muss Deutschland einen Beitrag leisten. Und ich finde, gerade auch im Verhältnis zu Polen, ohne Solidarność wäre die Mauer in Berlin nicht gefallen. Und ein bisschen Dankbarkeit würde ich mir wünschen, dass man diese vier Verbindungen zu Polen schnellstmöglich realisiert. Das ist möglich, das kostet nicht viel Geld. Wer 10 Milliarden ausgibt für Stuttgart, wo die Leistungsfähigkeit um die Hälfte reduziert wird, der hat doch wohl 50 oder 100 Millionen übrig, um die Strecke hier zu ertüchtigen. Ja, warum ist es immer noch nicht sicher, dass wir endlich hier die komplette Zweigleisigkeit kriegen und dann vielleicht auch noch komplett mit Strom, damit wir wirklich auf beiden Seiten mit den modernstmöglichen Techniken fahren können? Da könnten ja auch viel mehr Züge noch fahren. Ja, wir haben uns dafür eingesetzt und hier fahren ja viele Züge. Der Bedarf ist also da und der muss auch ertüchtigt werden. Und wir haben jetzt durchgesetzt, und das war ein harter Kampf, dass jetzt in dem nächsten Finanzierungsrahmen 110 Millionen Euro zur Verfügung stehen für die kleinen Projekte, die man sonst immer ignoriert hat. 110 Millionen, und da soll sich auch die Strecke hier, die Ostbahn, bewerben. Denn wir wissen, da sind die größten Effekte. 95% der Fahrgäste sind auf Strecken nicht im Hochgeschwindigkeitszug unterwegs, und die bringen das Potenzial und bringen auch den ökonomischen Erfolg. Und deshalb sagen wir, da muss man was tun, da gibt es gute Beispiele. Die Usedomer Bäderbahn, die sollte stillgelegt werden. Und dann gab es trotzdem den Effekt, und heute hat die 1000-mal mehr Fahrgäste als damals, als sie stillgelegt wurde. Und in Karst-Mettmann, da ist sogar das 4000-fache gewesen, auch da wollte die Bahn das stilllegen. Die Bahn und die Bundesregierung müssen umdenken. Die kleinen, schnell realisierbaren Projekte, die müssen Priorität bekommen. Die Großprojekte, da bin ich nicht prinzipiell dagegen, aber die sollen nicht alles Geld verschlingen, was wir für die kleinen Projekte brauchen. Wie schätzen Sie denn die Möglichkeit ein, aufgrund des Grenzabkommens zwischen Deutschland und Polen, dass die polnische Regierung sich darauf berufen könnte und der deutschen Regierung sagen, wir möchten jetzt zum Beispiel gerne, dass ihr auf eurer Seite das und das für die gemeinsame Strecke tut? Gibt der Vertrag das her? Das müssen beide tun, unabhängig vom Vertrag. Also Deutschland hat den Vertrag mit der Schweiz zum Gotthardtunnel unterschrieben und hat 20 Jahre nichts gemacht, aber die Schweiz hat den Tunnel fertig. Aber beide müssen sein, da gibt es ein gutes Beispiel für die Rail Baltica, ein Joint Venture der beiden Länder, dass sie das grenzüberschreitend machen. In diese Richtung muss es gehen, das wird jetzt finanziell von der Europäischen Union unterstützt. Aber eins ist auch klar, kein Projekt wird es in Deutschland oder Polen geben, wenn die Regierungen sagen nein. Aber die könnten schon das in gemeinsamen Gesprächen auf die Tagesordnung setzen. Wenn die Polen dem Deutschen sagen, dann wird es zumindest etwas schwerer sein, immer zu sagen, dass man das für nicht wichtig hält. Ne? Richtig. Also, unter politischem Sinne kann man, ja, ist das schon sinnvoll. Ne? Im Wording, und da sind sie auch gut. Und dann schreiben sie, aber die Frage, die mich interessiert, ist, ob es realisiert wird. Und das muss man eben wissen. Aber der Druck der Bevölkerung ist auch wichtig, denn die Politiker wollen ja wiedergewählt werden. Also, dass hier was passiert, dass überhaupt die Ostbahn so im Gespräch ist, ist ja dieser ehrenamtlichen Initiative zu verdanken, vor allen Dingen von Karl-Heinz Bossan. Das ist schon eine ganz tolle Sache. In diese Richtung muss es gehen, und da bin ich zuversichtlich. Mich hat überrascht, dass auf Ihrer Lückenlandkarte trauriger Höhenpunkte des Nichttuns auch mehrere französisch-belgische Projekte sind. Ich hätte gedacht, im Beneluxland ist alles super, aber warum passiert da auch nicht so viel? Möchte man sich nicht treffen, oder sind die Belgier so unwichtig für die Franzosen, oder an wem liegt es da? Nein, es liegt natürlich an dem egoistischen Blick der nationalen Regierung.
innerhalb des Landes ist natürlich viel wichtiger als in den Außenbezirken. Im Güterverkehr ist es anders, mehr als 50% des Güterverkehrs in Europa ist grenzüberschreitend. Beim Personenverkehr ist das relativ wenig und dann hat es für die nationalen Regierungen nicht diese Bedeutung. Deshalb sagen wir, da müsste die EU auch finanziell stärker vorangehen, dass eben von der Grenze bis zum nächsten Hub, dass das praktisch kofinanziert wird bis zu 85% und nicht nur bis 40%, dann würde selbst ein deutscher Bundesverkehrsminister sagen, das ist mir zwar nicht wichtig, aber das europäische Geld, wenn ich es kriegen kann, dann nehme ich es. Aber haben Sie das präsent, warum die Franzosen da gleich an mehreren Grenzübergängen auch nichts tun? Was ist der Hintergrund? Das ist dasselbe Projekt, das dieselbe Sache. Wir haben zum Beispiel von Brüssel nach Valenciennes, könnten wir um eine Stunde die Fahrzeiten von 2 Stunden auf 1 Stunde verkürzen, wenn eine Lücke von 800 Metern gebaut würde. Ja, das ist in beider Seiten Interesse nicht. Wir dringen darauf, aber mit dem neuen Projekt der Europäischen Union glauben wir, dass wir diese kleinen Projekte jetzt auch realisiert bekommen. Letzte Frage nochmal. Wir haben jetzt also schon 17 grenzüberschreitende Züge hier auf diesem angeblich nicht so wichtigen Grenzübergang. Jetzt hat die Niederbahnnehmer Eisenbahn als Betreiber der Strecke derzeit neue Fahrzeuge aus Polen eingeschafft, die in beiden Ländern fahren können. Also man kann, wenn jetzt die ganzen Schulungen fertig sind, tatsächlich ohne Umsteigen fahren. Glauben Sie, das wird den Verkehr noch weiter dort befördern? Ja, natürlich. Einmal spart man dann auch Zeit und kann die Kapazität erhöhen, ohne Neues bauen zu müssen. Und das ist eigentlich das Ziel. Ich kann mit dem PKW oder mit dem LKW vom Lissabon nach Tallinn fahren, ohne Probleme. Mit der Bahn geht es nicht. Wir wollen auch den einheitlichen europäischen Eisenbahnraum. Und das ist ein gutes Beispiel, dass es geht. Und das muss vorangetrieben werden. Man spart Zeit, Geld und erhöht die Attraktivität. Was will man mehr? Aber eine Win-Win-Win-Situation in der Politik ist schwer durchzusetzen. Also, dass Sie jetzt auch noch aus Polen zum ersten Mal als erstes deutsches Unternehmen 2 Länder-Fahrzeuge gekauft haben, was halten Sie davon? Das ist sehr gut. Also klar, das soll auch so sein. Und man soll das Beste nehmen und dann passiert es auch. Und dann machen es die anderen auch nach und dann kommen wir allmählich dahin. Denn die Eisenbahnproduzenten sind ja sowieso schon international aufgestellt, nicht mehr national. Jetzt muss auch die Politik nachfolgen. Ja, da sind auch deutsche Komponenten natürlich drin, also insofern. Ja, deutsche Komponenten, alles drin, ja. Aber das ist jetzt kein Widerspruch. Eben, Hauptsache es rollt, ne? Genau, ganz genau. Herzlichen Dank. Danke auch. Jo.